Machen Restaurants in Paris gute Geschäfte mit den Olympiareisenden? Der große Boom ist offenbar ausgeblieben. Auch Italiens Regierung sorgt sich um die Lage in Nahost und fordert die Verantwortlichen der Region zur Deeskalation auf. Kamala Harris ernennt Tim Walz zu ihrem Vizekandidaten. Wer ist Walz? Unweit vom Eiffelturm entfernt stehen die Gäste normalerweise Schlange, um in diesem griechischen Restaurant zu essen. Doch trotz der erwarteten 15 Millionen Besucherinnen und Besucher der Olympischen Spiele in Paris ist der Boom ausgeblieben. Et nous, ça fait un an, on se prépare en fait à recevoir ces touristes qu'on attend depuis un an. Donc on recrute, on refuse des congés, etc. au staff. Et en fait, on s'est rendu compte qu'au mois de juin, juillet, on a une nette baisse de fréquentation allant de moins 30 à moins 60% sur certains jours. Mais on va dire que depuis le début des épreuves, on a quand même une légère hausse comparée aux saisons précédentes qui permettent quand même de lisser un petit peu cette activité. Einige Restaurants waren wegen der Sicherheitsmaßnahmen nicht nur schwer oder gar nicht zu erreichen, sondern mussten auch ihre Terrassen verkleinern. Das sorgt für Unmut bei den Restaurantbetreibern, dem Personal und bei den Gästen. Ça désencourage beaucoup de personnes et c'est donc une perte de fréquentation. C'est aussi un peu aléatoire, c'est très arbitraire, on ne sait pas comment les zones ont été définies. La différence de terrasse se joue à un trottoir. En face, il la possède encore, nous on ne l'a plus. Nicht alle Gastwirte sind unzufrieden. Im Vergleich zum vergangenen Jahr gab es Ende Juli etwa 20% mehr Touristinnen und Touristen. Sur la période, en tout cas, depuis l'ouverture des Jeux, par rapport à la même période, il y a une petite hausse de peut-être 20%, peut-être 30% sur certaines journées. Voilà. Après, c'est vraiment sur la période des JO. Après, précédemment, juin et juillet, il y a une baisse entre 30-40% par rapport à l'année précédente. Voilà. Mais nous, en tout cas, la période des Jeux, elle est plutôt positive. Während viele Einheimische aus Paris geflohen sind, müssen die Olympiareisenden nicht selten teurere Preise bezahlen. In Tel Aviv bereiten sich die Menschen auf einen möglichen Angriff des Iran gegen Israel vor. Teheran hatte nach der Ermordung von Hamas Chef Haniyeh Rache geschworen. Wer Yeshlach Namad Babait? Lien. אוקיי. לי אין ממד, יש לי גם מקלט ליד הבית, ואם יהיה אזעקה, אם יהיה אלארם, אז העירייה פותחת אותו ואנחנו הולכים פנימה ומחכים שיפלו עלינו הפצצות. אנחנו משתדלים שלא יהיה קודם כל, אבל אם יש, אז בורחים למקלט, יש פה מקלט קרוב, כולם בורחים. Der ehemalige Verantwortliche für Israels Raketenabwehr warnt, kein Waffensystem sei 100% zuverlässig. Of course, there is never any weapon system that is 100% successful. Having more than one layer means that you can have more opportunities of intercept. That from time to time there may be a miss and a threat will hit its target and it's very dangerous. Etwa 4000 Italienerinnen und Italiener leben im Libanon. Sowohl diese Menschen als auch die italienischen Truppen vor Ort zu schützen, das sei die Priorität der Regierung in Rom, erklärte Italiens Außenminister Antonio Tajani am Dienstag. Die Regierung unter Führung von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni beobachte die Situation im Nahen Osten sehr genau und habe die politisch Verantwortlichen der Region zur Deeskalation aufgerufen.
Italien hat derzeit den Vorsitz der G7-Staaten inne und hat ein Treffen zum Thema Nahost einberufen. Poche volte si è arrivati in una situazione così tesa. Se pensiamo che questa mattina la Russia ha iniziato a consegnare delle armi all'Iran, a dimostrazione che c'è un fronte opposto al nostro. Ecco allora che il fronte occidentale, che punta ai valori del diritto internazionale, punta a tutelare gli aggrediti, punta a far diffondere i principi di pace e democrazia, ovvero il fronte occidentale, deve confidare nei suoi attori per fare in modo che eventualmente, se c'è qualcuno che è distratto da altro, possano essere altri gli attori che possono portare alla pace. E da questo punto di vista c'è tanta fiducia anche nel lavoro che il governo Meloni sta facendo a livello nazionale, a livello europeo, a livello internazionale. Gleichzeitig kritisieren die Oppositionsparteien Israel und die italienische Regierung. E sappiate che riteniamo questo governo italiano codardo, perché per tre volte aveva la possibilità di pronunciarsi per il riconoscimento dello Stato palestinese, per interrompere il cessate il fuoco di questa azione militare, non l'ha fatto in sede di Assemblea delle Nazioni Unite. Il governo italiano, il governo degli Stati Uniti e tutti quelli sono complici che sin qui hanno dimostrato codardia. Die jüngsten Entwicklungen haben die Waffenstillstandsgespräche, die für eine Entspannung der Lage von entscheidender Bedeutung sind, ins Stocken gebracht. Und es erscheint unwahrscheinlich, dass Israel oder Iran auf Aufrufe aus dem Ausland hören. Der Gouverneur von Minnesota, Tim Walz, wird Vizekandidat der Demokraten. Dies bestätigte US-Vizepräsidentin und Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris. Auf X lobte sie ihn als Gouverneur und fügte hinzu, dass er sich für Arbeiterfamilien ähnlich der seinen eingesetzt hat. Walz wuchs in einer Kleinstadt in Nebraska auf und war Sozialkundelehrer, Fußballtrainer und Gewerkschaftsmitglied, bevor er in die Politik ging. 2018 siegte er bei den Gouverneurswahlen von Minnesota gegen Jeff Johnson mit mehr als 11 Prozentpunkten Vorsprung. Walz war regierender Gouverneur während der Covid-19-Pandemie und der Proteste nach dem Mord von George Floyd. Harris erklärte, sie freue sich darüber, dass er nun zu ihrem Team gehöre. Der Iran und Russland wollen ihre Zusammenarbeit stärken. Der Sekretär des russischen Sicherheitsrates, Sergei Shoigu, traf sich inmitten zunehmender Spannungen im Nahen Osten mit dem neuen iranischen Präsidenten Masoud Pezeshkian in Teheran. Pezeshkian bezeichnete Russland als Freund des Irans. Shoigu betonte die Notwendigkeit, den Bau des Nord-Süd-Korridors zu beschleunigen. Pezeshkian sprach auch über den Gazastreifen. Er bezeichnete die Ermordung des Hamas-Anführers Ismail Haniyeh als Verstoß gegen internationales Recht und drohte Israel mit Vergeltung. Er macht das Land für dessen Tod verantwortlich. Indes versuchen die USA und ihre Verbündeten, einen größeren regionalen Krieg zu verhindern. Die Europäische Kommission rief zur Mäßigung in der Region auf. Ein Sprecher erklärte gegenüber Medien in Brüssel, dass die EU-Staats- und Regierungschefs weiterhin daran arbeiten, die Spannungen abzubauen. Covid-19-Infektionen nehmen weltweit stark zu, auch bei den Olympischen Spielen in Paris. Sie werden nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation in absehbarer Zeit nicht zurückgehen. The virus is circulating in all countries. Data from our Sentinel-based systems across 84 countries reports that the percent of positive tests for SARS-CoV-2 has been rising over the last several weeks. Overall, test positivity is above 10%, but this fluctuates by region. In Europe, percent positivity is over 20%. Die UN-Gesundheitsbehörde warnt außerdem davor, dass bald noch schwerere Varianten des Coronavirus auftreten könnten. Die Olympischen Spiele wurden nicht verschont. In recent months, regardless of the season, many countries have experienced surges of COVID-19, including at the Olympics. Currently, there are at least 40 athletes who have tested positive. Die WHO fordert die Regierungen auf, ihre Impfkampagnen zu verstärken und dafür zu sorgen, dass die Hochrisikogruppen einmal alle 12 Monate geimpft werden.
Nach zwei weiteren Goldmedaillen über 1500 Meter der Männer und 200 Meter der Frauen in Paris haben die USA an diesem Dienstag die Spitze des Medaillenspiegels übernommen. Der Grieche Miltiadis Tentoglou gewann den Weitsprung der Männer und holte damit die erste Goldmedaille für Griechenland in Paris. Doch überschattet wurde sein Sieg von einem positiven Dopingtest in der griechischen Mannschaft, ohne dass ein Name genannt wurde. US-Leichtathletiktrainer Rana Ryder wurde wegen des Vorwurfs sexueller Belästigung von den Olympischen Spielen ausgeschlossen. Die Niederlande konnten ihren Titel im Teamsprint der Männer verteidigen. Im Ringen schreibt der Kubaner Michael Lopez Geschichte, indem er als erster Olympionike überhaupt bei 5 Spielen in Folge Gold in einer Disziplin holte. Im Alter von 41 Jahren erklärt er nun seinen Rücktritt aus dem Sport. Hier sehen Sie die Ergebnisse im Überblick.